Guten Tag und nochmal frohes Neues. Hier ist die Jenny und heute kommen wir zu dem zweiten, ja, Teil meiner Manga-Sammlung. Haben sich bestimmt schon einige drauf gefreut. Zumindest wurde das in die Kommentare geschrieben, worüber ich mich auch immer sehr freue. Immer wieder vielen, vielen lieben Dank für die vielen netten Kommentare. Und ja, heute machen wir weiter und dann will ich mal beginnen. Das haben wir ja im letzten Teil alles gemacht, diesen ganzen Shit. Und heute fangen wir hiermit an. Hier haben wir schon mal Jan, die Kamikaze-Diebin, von Arina Tanimura, einer meiner ältesten Mangas und dementsprechend auch in einem richtig, richtig schlechten Zustand. Früher hatten sie noch diese unglaublich tollen Boxen, die man sich halt selber kaufen konnte oder man hat es halt gelassen. Und ich muss ehrlich gesagt auch sagen, dass die Schuber von früher ein bisschen stabiler gebaut sind als die von heute. Ja, und da konnte man sich halt beim letzten Band entscheiden, ob man sich den Manga einzeln kaufen möchte oder mit dem Schuber. Hier haben wir Katzenohren, die hatte ich mir mal, ich weiß gar nicht, ich glaube in Düsseldorf gekauft, auf dem Japantag. Und am letzten Endes habe ich die gar nicht benutzt, was ein bisschen schade ist. My Girlfriend is a Fiction, eine sehr coole Komödie, allerdings hat mir das Ende nicht ganz gefallen. Limit von Kaiko Suenobu, ich fand ja ihren Manga live schon so geil und deswegen war Limit deswegen auch gleich für mich ein Pflichtkauf und auch der wirklich sehr emotional und sehr toll und wer Dramen liebt und so weiter, für den ist das definitiv was. Zerrissene Seelen, der kranke Scheiß. Ehrlich gesagt macht mich dieser Manga gewissermaßen sehr aggressiv. Weil besonders das Mädel reagiert und handelt total unlogisch. Das kann ich aber nicht wirklich erzählen, warum, weil dann würde ich euch zuspoilern und das möchte ich ja nicht, deswegen kranker Scheiß. Hier auch nochmal was ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Die habe ich mal als Wichtelgeschenk vorletztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Und mein Wichtel hat mir hier von Fate Stay Night oder Fate Zero, kann man mal gucken, einmal hier die Saber drauf gemalt. Wie die nochmal hieß, weiß ich nicht. Und von Garden of Sinners. Richtig cool. Da kann man dann eine Kerze reintun und das war ein wirklich tolles Geschenk. Sehr kreativ. Der purpurne Fächer, bei dem weiß ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Anfangs fand ich den Manga richtig gut, weil da kam ein bisschen mehr Action drin vor und die bösen Geister oder wie man das nennen durfte, die waren ein bisschen krasser. Hoppa, wenn man das hier mal so sieht. Und in den letzten Bänden wurde es immer harmloser und ich mag den Hauptcharakter auch nicht. Das ist mir ein zu großes Booby-Face und ich habe diese Liste. Also ich habe diese Mangas auf eine Liste gepackt, meiner, die werde ich wahrscheinlich verkaufen, Liste. Das werden wahrscheinlich auch schon einigen auffallen, früher oder später. Ich habe in den letzten 3 Wochen 250 Mangas aus meinem Zimmer geschmissen, sie auf eBay gestellt und verkauft. Jetzt denken wahrscheinlich einige von euch, oh mein Gott, wie kann man seine Mangas verkaufen? Aber Tatsache ist, der Platz wird nicht mehr und Mangas werden immer mehr. Und ich hatte einige Mangas, die fand ich zwar ganz gut. Die habe ich einmal gelesen, aber weiter zu behalten musste nicht unbedingt sein. Und sie nehmen halt auch so viel Platz weg und deswegen habe ich sie verkauft. Und stattdessen habe ich mir von dem Teil des Geldes auch schon was ganz Geiles bestellt. Gucken wir mal, ob das bis zum ersten Update im Januar schon da ist, weil ich habe es direkt aus Japan bestellt. Und da kann es ja auch schon mal 2, 3 Wochen dauern. Aber deswegen nicht wundern, wenn ihr denkt, da hätte eigentlich der und der Manga stehen müssen oder der hätte doch in dem Manga-Zimmer sein müssen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Das liegt daran, ich habe ihn verkauft. Für die ganz großen Schocker unter euch, darunter auch die Naruto-Mangas. Aber ich finde Naruto halt teilweise auch an. Kann man lesen, aber er ist halt nicht mein Liebling. Blackbird, Band 1 bis 17, eine unglaublich tolle Reihe, die mit Band 18 leider abgeschlossen sein wird, auf den wir jetzt ein Dreivierteljahr lang warten müssen. Ich hasse euch, Egmont. Aber wirklich eine wundervolle Serie, die ich auch wirklich nur jedem empfehlen kann. Hier haben wir, das war mal ein Extra aus der Nakayoshi. Das ist ein Manga, der auch demnächst bei uns in Deutschland erscheinen wird. Gate 7, eine Serie von Clamp, auch wieder ganz toller Manga.
Band 4 dauert jetzt, glaube ich, schon wieder ein halbes Jahr, drei, vier Jahr. Der wurde, glaube ich, 4 oder 5 Mal verschoben. Arschlecken. Monochrome Kids, auch eine unglaublich tolle Serie, eine meiner Lieblinge. Dann haben wir hier einen Anhänger von Gurren Lagann. Der ist aber momentan noch eingepackt, weil ich den noch nicht brauche. Kokoro Button, auch eine tolle Serie, wobei die Hauptprotagonistin mich ein kleines bisschen aggressiv macht, weil sie immer so viel am Rumflennen ist. Und Fullmoon wo Sakashi, meiner Meinung nach der schönste Manga von Arina Tanimura. Auch hier wieder in einer schönen Pappschuberbox mit sämtlichen Seiten versehen. Konnte man sich damals entweder Band 7 einzeln kaufen oder mit dem Schuber, und da hat man sich dann extra Geld zusammengespart, damit man den Schuber kaufen konnte. Dann geht's hier runter, Noragami. Das war eigentlich eine Serie, wo ich mir anfangs nicht sicher war, ob ich mir die überhaupt weiterführen soll, weil ich fand den Zeichenstil toll, aber die Story hat zu wünschen übrig gelassen. Und ab Band 2 wurde es dann spannender und ab Band 3 hat sich das dann exponentiell gesteigert und ich fand den Manga nur noch geil und jetzt freue ich mich auf jeden Band. Da kommt auch nächstes Jahr ein Anime von raus in Japan. Nee, dieses Jahr. Ich bin noch bei 2013. Dieses Jahr, 2014, kommt ein Anime dazu in Japan raus. Finde ich cool. Peach Girl, auch eine tolle Reihe. Ich hatte mir die ja mal alle auf eBay ersteigert. Mit sehr taffen Mädchen, die sich nichts gefallen lassen. Tsubasa Reservoir Chronicle, auch eine unglaublich tolle Serie von Clamp. Da kommen auch sehr viele Charas aus verschiedenen Mangas drin vor, was ich unglaublich toll finde. Wobei, ich glaube, ab Band 24, 25 wurde es all komplizierter und dann musste ich die Reihe 4, 5 Mal lesen, damit ich das überhaupt richtig geschnallt habe. Ultimo, dazu muss ich sagen, ich habe mir jeden Band schön einzeln gekauft und habe nur Band 1 gelesen und die restlichen noch gar nicht, was daran liegt, dass der unglaublich kompliziert ist. Dauernd wird in der Zeit zurückgesprungen, dann geht man irgendwie in die Zukunft, dann ist man wieder in der Gegenwart und das hat mich so verwirrt, dass ich dachte, ich warte, bis alle Bände rauskommen sind und dann kann ich sie in einem Rutsch durchlesen. Das ist vielleicht weniger kompliziert. Backstreet Prince und Liebesfund, das sind ja die Kurzgeschichten von der Blackbird-Zeichnerin. Was Kurzes, Schönes für nebenbei oder zwischendurch. Und I'm No Angel, Tenchi Janai, ist auch eine schöne Shoujo-Romanze mit einem Typen, der sich als Mädchen verkleidet, um in der Businesswelt hochzusteigen, kennen wir schon aus mehreren Manga-Serien, aber die fand ich trotzdem sehr schön. Und das ist eine Box für ein Parfüm gewesen, aber ich fand die Box so cool. Außerdem sind da so japanische Zeichen drin. Ich dachte, vielleicht kann ich da mal irgendwas drin aufbewahren oder so. So, hier unten haben wir dann noch ein paar Einzelbände. Clamp, I Love You, Girls Love, Hiki und Tsumitsuki, zwei Horror-Mangas. 20 Masken, auch wieder von Clamp. Gib mir mehr und High School Love sind die einzigen Boys Love Mangas, die ich in meinem ganzen Zimmer habe. Das liegt daran, dass ich den Zeichenstil so unglaublich niedlich fand. Ich mochte den Zeichenstil so toll und habe mich darin verliebt. Die Serie, also die Geschichte ist wie immer Boys Love. Und mitunter auch ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist halt nur meine Meinung. Das fand man besonders hier bei Gib mir mehr. Die beiden Hauptcharaktere, er steht eigentlich auf Frauen, dann lernt er ihn kennen und 2 Tage später haben sie plötzlich Sex? Schnall ich nicht. Also das ist höhere Gewalt. Aber wie schon gesagt, toller Zeichenstil. Ich habe die anderen Bände von High School Love auch, aber ich habe die ausgeliehen und die kriege ich seitdem nicht wieder. Die werde ich wahrscheinlich auch nie wiedersehen. Arschlecken. Ich leihe nie wieder Mangas aus. Dann haben wir Care First Love, aber mir fehlen die letzten 2 Bände. Auch eine schöne Shoujo-Reihe. Ergir, auch eine tolle Reihe, die aber von Heine abgesetzt wurde. Diese Arschbacken. Vielleicht hole ich mir die restlichen Mangas mal auf Englisch. Ich weiß es noch nicht. Dann haben wir hier die beiden Einzelbände, Sweet Insensibility und Von einer Blume, die ein Messer trägt. Auch unglaublich tolle, tolle Zeichenstil und auch ein bisschen ernst da. Also da ist nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen teilweise. Paradox, mein Geheimnis, auch ein toller Manga. Ja, der Protagonist kann das wahre Wesen eines Menschen sehen und das ist schon cool. Die ganz alten Mangas von Sailor Moon in einem richtig, richtig schlechten Zustand. Hier löst sich überall schon und teilweise sind die Bände von innen angemalt.
Und hier haben wir dann die Neuauflage von Sailor Moon und Sailor V. Ja. Hier unten habe ich meine Zeitschriften. Hier haben wir Animaniacs, Shinkan. Das ist halt die Review oder Preview von EMA gewesen. Und hier unten haben wir japanische Zeitschriften, die ich mal auf eBay ersteigert habe. So. Da waren auch richtig coole Extras drinne. Die euch jetzt zu zeigen, ist ein bisschen schwierig. Meine ganzen anderen Zeitschriften hängen drauf. Hier haben wir die Konekos. Ganz viele Konekos. Ich kann mich nicht wirklich dazu rüberbringen, die wegzuschmeißen. Das finde ich einfach zu schade. Weil ich habe mal, ich glaube, einen ganzen Stapel Animaniacs weggeschmissen und 2 Monate später habe ich das so bereut. Die habe ich dann später in mühevoller Kleinarbeit wieder alle irgendwoher beschafft, bestellt, geschenkt bekommen von Freunden, irgendwie sowas in der Art. Und seitdem mag ich die einfach nicht wegschmeißen. Dasselbe gilt für die Koneko und. Aber sie nehmen natürlich ziemlich viel Platz weg. Hier hinten haben wir Poster. Ich habe ja leider überhaupt keinen Platz, um Poster aufzuhängen. Was ein bisschen schade ist. Hier hinten haben wir sogar richtig große Poster, die habe ich mal geschenkt bekommen. Das war das Poster von der Animagic 2012 und 2013 mit den Unterschriften. Und hier haben wir Perücken. Ist ein bisschen dunkel jetzt gerade. Das Wetter ist ziemlich schlecht draußen. Und hier hinten haben wir so kleine, ja, das waren teilweise Extras, Clear Files, noch ein paar Poster. Ja. Und das war dann schon mal diese Seite. Ich habe Schnupfen, Entschuldigung. Das hier ist mein Kissen. Da sitzt immer Besuch drauf. Ich selber sitze eigentlich fast gar nicht. Ein Domo-Kissen, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ein Domo. Und 2 Nemonekos. Holla. Die Kleine zu Weihnachten geschenkt bekommen und die Große hatte ich mir auf dem Japan-Tag letztes Jahr in Düsseldorf gekauft. Da steht ein Buddha. Dann gehen wir wieder nach oben. Ganz oben ist nichts Besonderes. Da stehen halt meine ganzen, ja, wie soll ich sagen, meine ganzen Verpackungen für die Figuren. Und da oben noch meine Lightning-Autogramm. Die Ultimate Madoka nimmt mit Abstand den größten Platz weg. Und ein Regal darunter haben wir meine ganzen Artbooks. Sind schon eine ganze Menge. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das Gewicht der Bücher vielleicht irgendwann mal, dass das Regal das nicht mehr trägt und dann knallt mir das runter. Aber bisher ist alles gut gegangen. Hier unten haben wir eine Verpackung von der Asna und in diesem High School of the Dead habe ich eine Zeichnung und Unterschrift von Daisuke Sato drin. War doch Daisuke Sato, ne? Ja, ich glaube schon. Und deswegen steht der extra. Hier haben wir ja halt die ganzen Ausgaben von Clamp in Wonderworld, Zelda, sehr viele japanischsprachige Artbooks, ein paar deutsche und ein paar englische sind auch dabei. Den Großteil habe ich eigentlich fast alles auf eBay ersteigert. Aber da gehe ich mal nicht großartig drauf ein. Da habe ich extra mal 3 Videos zugedreht. Da werden sämtliche Artbooks einzeln drin vorgestellt und dann kann man sich die angucken am besten. Hier gehen meine Hardcore-Mangas von Elfenlied los, also von Tokyo Pop. Elfenlied, unglaublich geiler Manga. Jetzt stellt meine Kamera auch schon wieder gar nicht scharf. Aber überhaupt nicht. Der hat jetzt ja mal Probleme. So schlecht war das beim letzten Mal nicht, da ging's besser. Battle Royale, auch ein extrem Hardcore-Manga. Der ist nicht umsonst ab 18, sowohl vom Zeichenstil als auch von der Thematik her. Die Fudan-Yuku-Story von Arina Tanimura, so ein Einzelband. Dead Man Wonderland. Der letzte und sechste Band müsste dieses Jahr eigentlich auch hoffentlich mal rauskommen. Die Zusatzbände von Death Note und Bleach. Besonders die von Bleach fand ich sehr, sehr toll, weil da sind Sticker mit drinne, Farbseiten, richtig cool. Bitum. Und hier oben haben wir Hetalia. Aber Hetalia finde ich nicht so gut. Ich hatte mir Band 1 geholt und den fand ich dann eher schon meh. Und dann habe ich mir Band 2 geholt und dachte, der ist auch nicht besser. Und dann wollte ich mir die restlichen nicht holen.
Bestimmt auch wieder hier großes Erstaunen, weil viele Leute sind Italia-Fans, aber halt Geschmäcker sind verschieden. Da hinten haben wir meinen Cardcaptor Sakura Cloud Cardbook und meine Blackrock Shooter, die ich ja schon im letzten Video gezeigt habe, die ist da oben hingeknallt worden. Ja, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt einen runter oder mache ich hier weiter? Nee, ich gehe mal nach hinten. Hier haben wir meine Panty. Das wäre zu toll, wenn meine Kamera die jetzt scharf stellen würde, weil die Fotos sind da gar nicht so gut geworden. Komisch. Holla. Hallo, ich will was einstellen. Meine Kamera liebt mich nicht. Ah, ich hab's herausgefunden. Ich hatte mein Licht nicht an. Jetzt geht's auch besser. Da kann man mal sehen. Meine Kamera stellt sich nur scharf, wenn das Kameralicht an ist. Arschloch. Na gut, das hatte ich ja schon vorgestellt. Und hier haben wir halt nochmal meinen Panty aus Panty und Stocking. Ein ziemlich durchgeknallter Anime. In dieser Form, also in dieser Anime-Form, ist er eigentlich nur selten. Man muss echt sagen, der ist unglaublich detailliert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, aber auf dem Ring sind sogar kleine Flügel gemalt. Und das ist wirklich eine richtig, richtig geile Figur, weil sie sieht auch wirklich unglaublich schick aus. Und mal gucken, ob man das erkennen kann, aber die Haare golden glänzen. Und weil sie halt Panty heißt, man kann ihre Unterhose sehen. Unglaublich tolle Figur. Die passende Stocking habe ich jetzt auch noch mal irgendwo günstig gefunden. Ich bin noch mit mir am Hadern, ob ich mir die bestelle. Und dahinter haben wir den Soundtrack zu Final Fantasy 13.2. Ich hatte damals leider zu spät die Crystal-Version bestellt, habe keine mehr bekommen, wo der Soundtrack ja drin war, also musste ich sie mir extra bestellen. Sehr viel Geld hat die gekostet. Und auf der Gamescon wurde die dann mit Unterschrift für 25 € verkauft. Da war ich richtig, richtig scheiße. Hier kommen wir zu meinen Shonen Jump Mangas. Die Gray Man, eine unglaublich geile Reihe. Ich liebe sie total über die Exorzisten. Und seit über einem Dreivierteljahr warten wir auf Band 24. Ich will die Fortsetzung lesen. Mann. Okay. Dann haben wir hier meine ganzen Bleach-Mangas. Von 1 bis, ja, 58, also die aktuelle Nummer. Allerdings, meiner Meinung nach, hätte es mit 48 aufhören sollen. Mit Eisen. Weil ich finde es momentan eigentlich eher anstrengend. Was ich an Bleach damals so toll fand, war, dass der auch so viele Slapstick-Einlagen hatte. Der war actionmäßig, aber auch mit sehr viel Witz und Humor. Das hat die Gray Man immer noch. Aber bei Bleach hat das immer weiter nachgelassen. Bis Band 19 war das eine super schöne Symbiose zwischen Action und Humor. Und dann wurde das immer weniger. Und ich glaube ungefähr ab, ja, wie, was würde ich sagen, ab Band 35, 36 hat dieser Humor total aufgehört. Und jetzt ist er nur noch ganz, ganz selten drin und das finde ich so schade. Und jetzt ist der Manga nur noch ernst, aber die Action ist halt auch eher so, man, es ist so vorhersehbar. Wie soll ich sagen? Also ich fand Bleach anfangs besser, aber ich werde sie trotzdem bis zum Schluss durchsammeln, weil es ist halt eine Reihe, die ich schon seit Jahren sammeln und deswegen etwas Besonderes für mich. Zombie Powder, die Reihe vor Bleach, die leider damals abgesetzt wurde, was ich echt schade fand. Ich fand die Story toll. Love Trouble und Love Trouble Darkness. Love Trouble habe ich aber nicht vollständig, die muss ich mir nochmal besorgen. Love Trouble Darkness geht momentan nicht nur in Richtung Ecchi, sondern in Richtung Hentai. Hardcore-Scheiß. Bakuman und Death Note. Auch zwei unglaublich tolle Reihen, aber Bakuman mag ich noch mehr als Death Note. Diese Geschichte über den Mangaka einfach klasse. Hier haben wir noch eine Miku. Yeah. Und hier haben wir, die habe ich mal zum Zeichnen benutzt, weil ich keine Hände malen konnte. Und hier haben wir die Bände von 2012 und 2013 Animagic. Auch unglaublich toll. Dann hier runter haben wir zwei Evas stehen, die ich unbedingt mal entstauben muss, so wie ich das jetzt gerade sehe. Und noch eine Miku. Ja, die sehen alle ziemlich gleich aus, aber naja. Und hier geht es dann ein bisschen Shoujo-lastig weiter. Ohnmächtig vor Glück, Vernasch mich, Mein Chef und Diener, Love Triangle. Alle von ein und derselben Mangaka, nämlich von Yuki Yoshihara. Ich liebe ihre Mangas wirklich sehr. Es ist immer so lustig, die Frauen werden hier immer so klein, so dargestellt, als wären sie total sexbesessen und die armen Männer müssen drunter leiden.
Und das wird dann immer so witzig gezeichnet. In Mein Chef und Dina hat sie den Spieß dann mal umgedreht und dann war der Chef der Schlimme, also der Mann. Aber fand alle Mangas toll. Ich würde mir wünschen, dass da mal wieder ein neuer Manga von rauskommt. Soweit ich weiß, hat sie nämlich schon längst wieder zwei neue Reihen rausgebracht, aber die sind hier bei uns in Deutschland nicht erschienen. Schade. Scary Lessons, ein bisschen Gruselspaß, aber ziemlich cool. Das sind zwar immer nur kleine Minigeschichten, aber sehr toll. Und ich mag den Zeichenstil total. Peace, Erinnerung an eine Fremde, auch ein toller Manga. Sehr dramamäßig. Meine absolute Lieblingsreihe, Switch Girl. Nur wieso zum Teufel muss ich der Buchrückenfarbe dauernd ändern? Oh, ich mag das nicht leiden. Aber trotzdem mein absoluter Lieblingsmanga. Bloodlad. Dazu muss ich ja wohl auch nicht viel sagen. Die kennt ja wohl jeder. Dein und mein Geheimnis. Auch eine tolle Reihe, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Es geht um diese beiden hier, die versehentlich den T Körper tauschen. Nur er ist das reinste Weichei und passt besser in ihren Körper. Und sie ist burschikos, ungehobelt und kloppt gern und passt deswegen besser in seinen Körper. Sie ist deswegen total begeistert davon, in seinem Körper zu sein, aber er nicht. Er will halt wieder in seinen Körper rein. Und sein bester Freund verliebt sich in ihn, nachdem er in ihrem Körper steckt. Und das ist dann so lustig und den kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich habe so gelacht und das ist so eine tolle Serie, die aber mit 8 Bänden leider schon abgeschlossen war. School Rumble, auch eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Ich bin froh, dass ich wirklich alle Ausgaben habe. Das ist eine einfach absolut tolle Reihe. Deswegen für jeden einfach nur empfehlenswert. Nah bei dir, Kimi ni Todoke, auch eine tolle Shoujo-Reihe. Bis Band 8 war es richtig spannend. Band 9 und 10 waren dann richtig schön. Dann wurde es ein bisschen schwach und ab Band 17 und 18 fand ich es wieder sehr spannend. Also eine tolle Shoujo-Reihe. Gib mir Liebe, der Vergewaltigungsmanga schlechthin. Ja, was soll ich dazu sagen? Das arme Mädchen wird ja am laufenden Band vergewaltigt. Da muss ich mir die restlichen Bände auch noch holen, weil ich wissen will, ob das wohl immer noch so ist. Und Azumanga Daioh, auch ein cooler Slapstick-Manga, den ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Und meine Mio, die ich ja auch auf eBay ersteigert hatte. Jetzt ist natürlich ein bisschen sehr überbelichtet, aber ich denke, man kann es trotzdem sehr gut erkennen, wie die Finger und auch die Seiten. Das ist so klasse. Eine tolle Figur. Ja. So, ein Regal kann ich, denke ich, mal noch zeigen. Dann gehen wir hier mal runter. Hier haben wir meine Saber stehen aus dem Young Ace Magazin. Aber die ist wirklich sehr klein und deswegen kann er die auch sehr schlecht erfassen. Na? Nee, das, ja, doch. Er hat sie erfasst und sie ist auch so staubig. Oh je, meine. Immer schön regelmäßig eure Kids entstauben, also eure PVCs, die sind so teuer, Leute. Lovefighter, das war eine schöne Kurzserie, hätte von mir aus aber weitergehen können. Ich war erst total verblüfft, dass es davon nur 2 Bände gibt und ich hatte mich all gewundert, wo Band 3 bleibt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass Band 2 wirklich Schluss war. Perfect Girl, auch eine tolle Reihe, die mit 19 Bänden aber noch gar nicht abgeschlossen ist. Die ersten 20 Bände sind damals bei Tokyo Pop erschienen und nicht mehr erhältlich, deswegen kommt man an die immer recht schlecht ran. Ich hatte bei allen 19 Bänden extremes Glück, dass ich sie sehr günstig bekommen habe. Nur noch Band 20 fehlt mir, der so schwer zu kriegen ist. Das ist dann halt noch die große Nuss. Und die restlichen Mangas, Band 21 bis 28 oder 29, glaube ich, sind jetzt bei Egmont rausgekommen. Die kann man ganz normal kaufen. Die muss ich mir auch nochmal besorgen. Hier haben wir Night School von Svetlana Schmykova. Ich bin eigentlich bei nicht-japanischen Mangas immer sehr, sehr skeptisch. Aber damals habe ich ihren Manga von DramaCon auch gelesen. Den werdet ihr später noch sehen. Der ist in einem Regal drunter. Und mir hat ihr Zeichenstil wohl gefallen und die Story ist auch sehr interessant. Allerdings fand ich das Ende ziemlich abrupt und komisch. Hier haben wir die Mangas von Shinji Do My Cross, Ola, und Prinzessin Sakura, Mistress Fortune, ein kleiner Einzelband. Prinzessin Sakura mochte ich nicht ganz so sehr, weil Arina Tanimura halt versorgt. Was verhaspel ich mir? Ich hoffe, ja.
weil Arina Tanimura halt versucht hat, Action einzubauen und das lag ihr halt nicht. Und Shinji Do My Cross war dafür wieder eine sehr tolle Serie. Band 10 und Band 11 in dieser Super Edition. Hier war das kleine, ja, dieses kleine Büchlein drinne, was im Manga drin vorkommt. Und hier war ein Kartenspiel mit bei. Und dann auch wieder sehr schön in einem Schuber. Nee. Nee, geht doch. Hola. Später sind die Mangas dann auch mal extra rausgekommen im Schuber, aber die habe ich mir nicht geholt, weil ich hatte die vorherigen Mangas ja schon. Außerdem hat das doof ausgesehen. Hier kommen wir zu den Mangas von Nana Haruta, Crazy Little Cactus, Love Barrage, Chocolate Cosmos und Stardust Wink. Stardust Wink ist ja momentan noch ihre aktuellste Serie und ihre älteste ist Crazy Little Cactus. An ihre Mangas gekommen bin ich durch Love Barrage. Das ist auch meine Lieblingsserie von ihr. Chocolate Cosmos dagegen hat mir eigentlich fast gar nicht gefallen, weil ja, diese Beziehung Lehrer-Schüler, das mochte ich sowieso schon mal nicht und ich mag weder den Hauptprotagonisten noch die Hauptprotagonistin. Also ich mag beide nicht. Der steht auch auf meiner Liste, die werde ich wahrscheinlich verkaufen. Dann habe ich hier Strobe Edge und Blue Spring Ride von Io Sakisaka. Zwei unglaublich tolle Mangas. Ich mag beide unglaublich gerne. Ich finde auch ihren Zeichenstil voll toll. Blue Spring Ride war übrigens letztes Jahr, also 2013, unter den 10 meistverkauften Mangas in Japan. Ich glaube Band 6 oder Band Platz 6 oder Platz 7. Also die Reihe ist auch in Japan unglaublich beliebt. Blau wie Himmel, Meer und Liebe habe ich mal auf eBay ersteigert. Dafür habe ich aber erstmal nur die ersten drei Bände. The Legend of Zelda. Hola. Da fehlen mir auch noch eine ganze Menge. Die muss ich mir nochmal alle selber holen. Tales of Celia. End. Auch ein ganz toller Manga über koreanischen Pop. Also wer K-Pop mag, der sollte sich diesen Manga auch holen, weil da kommen ja auch echte koreanische Bands drin vor. The End of the World. Oh, ich muss mir das eben gemütlicher machen. The End of the World, ein schöner Manga. Die ersten zwei Bände waren so mini und der dritte war dann ordentlich, aber immer schöne Farbseiten drin. Magic Shoe Shop, Sugar Soldier, Momo Little Devil und Rock in Heaven, alle von Mayu Sakai. Ihre neueste Reihe Sugar Soldier gefällt mir momentan am meisten und Momo Little Devil hat mir am wenigsten gefallen. Die stehen auch auf meiner, die werde ich wahrscheinlich verkaufen Liste. Weil, wenn die Mangas so viel Platz wegnehmen und man hat aber andere, die man auf keinen Fall verkaufen möchte, dann ist das natürlich immer so eine Sache. Dann haben wir hier noch Hyuka, Box of Spirits, Brian Hilda in the Darkness, Amo und Yuki und die Wolfskinder. Allesamt tolle Manga. Besonders Box of Spirits kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Das ist so ein echt geiler Mystery. Horror, Thriller, Krimi. Eine tolle Reihe. Brian Hilda in the Darkness vom Elfenliedzeichner hat mich erst stutzig gemacht, aber der hat mir dann auch wirklich richtig doll gefallen. Der ist auch richtig geil. Genauso wie Elfenlied ist die Story absolut fesselnd. Amo und Yuki, toller Film, toller Manga, kann ich auch jedem empfehlen. Ja, und dann haben wir hier noch Plus Anima. Da habe ich aber nur drei Bände, die müsste ich mir eigentlich auch nochmal besorgen oder ich weiß es noch nicht. Hier haben wir einen Lucky Star-Anhänger. Den habe ich mal auf eBay ersteigert, aber ich habe mich bisher nicht getraut, den irgendwo einzusetzen, weil ich immer Angst habe, dass ich die Sachen kaputt mache. Und hier hinter haben wir dann die ganzen Mangas von Kazane Katsumoto. Auch eine tolle Mangaka. Ihre Mangas sind immer sehr erotisch, wie man sich das hier schon denken kann. Deep Sex, Deep Kiss und so weiter. Es sind halt meistens, in diesen Mangas sind es immer Kurzgeschichten. Das hier sind dann etwas längere Reihen, aber. Es geht halt immer meistens darum, die Liebe zu finden und es ist halt auch sehr erotisch. Dann habe ich hier noch Fetish Berry, den habe ich ja im Manga-Update vorgestellt. Auch mal eine ganz andere Reihe, auch wirklich toll. Und Blutrotkäppchen. Den habe ich mir damals auf der Dokumi vom David Fuleki andrehen lassen, wie soll ich sagen. Ich war halt in der Zeichnerallee und habe ein bisschen geguckt und er hat mich angesprochen und hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. So lange, bis ich bei ihm was gekauft habe. Und daraufhin habe ich mich dann den hier genommen. Er meinte, der wäre toll. Er hat mir dann auch noch eine Zeichnung reingemacht.
Hier sieht man das. Das sollte mich als Ente darstellen. Ich hatte damals so eine Art Cosplay an mit so einer Perücke und ich habe mit dem Manga aber später durchgelesen und muss sagen, der ist echt schräg, aber cool. Rotkäppchen mal wirklich komplett anders. Man muss wirklich sagen, der Manga ist ziemlich derb, wie man hier schon sieht. Aber ich fand das wirklich cool. Also ich war erst bis richtig skeptisch und muss dann aber echt sagen, um mal eben so kurz zwischendurch was zu lesen, fand ich den gut. Also wer auf so harten Scheiß steht, der so ein bisschen durchgedreht ist, den kann ich den auch wirklich nur ans Herz legen. Und ja, das war jetzt der zweite Teil. Ich finde, ich habe schon ordentlich was geschafft. Wahrscheinlich kriege ich das in drei Teilen durch. Ja, denke ich mal. Ich hoffe zumindest, dass es euch gefallen hat und nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich den dritten und letzten Teil. Ja, ich denke, das werde ich in drei Teilen durchkriegen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!